Ja, grüß Gott nochmal, liebe Damen und Herren, liebe Kinder zu MSTV München. Es soll nach dieser letzten Aufzeichnung über die Quelle unserer Heilung jetzt auch nochmal gehen um ein paar ganz praktische Tipps. Wie kann ich zum Beispiel lernen, wenn ich lange im Rollstuhl verbracht habe, was bei mir ja auch der Fall war, wieder leicht aufzustehen? Ein ganz wesentlicher Punkt ist die Erinnerung an unsere Füße. Auch wenn wir die vielleicht nur sehr eingeschränkt spüren können, aber wir können an unsere Füße, an unsere Zehen denken, weil wir ja denkende Wesen sind. Und wenn Sie sich erinnern, wenn Sie so auf eine Fußsohle drauf gucken, da gibt es drei zentrale Erhebungen, einmal die Ferse und einmal diese beiden Fußballen. Und diese drei Punkte sind für das Halten des Gleichgewichts sehr, sehr wichtig. Ich kann also immer wieder denken an die Mitte quasi meiner Ferse, und ich kann denken, ach, ich muss noch weiter zurückgehen, und ich kann auch denken, also an die Mitte meiner Ferse, und ich kann auch denken an diese beiden Fußballen. Das sind dann drei Punkte, auf denen ich, wenn ich auf einem Bein stehe, sozusagen balancieren kann. Und wenn ich, anstatt nur an einen Fuß zu denken, an drei Punkte denke, dann fällt es mir wesentlich leichter natürlich, die Balance zu halten. Weil man ja weiß, dass jeder Körper leichter auf drei Beinen steht als nur auf einem. Ich kann also diese drei Punkte an meinen Fußsohlen immer wieder andenken, mit meinen Gedanken immer wieder ein bisschen die Füße hin und her bewegen und um diese drei Punkte herum spielen lassen, um diese Erinnerung an die Fähigkeit meiner Füße zu beleben und zu aktivieren. Ein zweiter Punkt, der ich finde sehr, sehr wichtig ist für unsere Aufrichtung, ist die Vorstellung, quasi wie eine Marionette an der Mitte unserer Schädeldecke aufgehängt zu sein. Wenn ich an diese Aufrichtung denke, wie an einen unsichtbaren Faden denke, dann richtet sich mein Oberkörper automatisch auf. Und wenn ich sehr, sehr viel sitze und auch im Rollstuhl sitze, dann neige ich ja dazu, immer mehr in mich zusammenzusinken und dann nur noch so zu sitzen. Und dann habe ich völlig vergessen, dass es diese aufrichtende Kraft
in mir, in meinem Geist nun mal gibt. Also wenn ich dann aufstehen möchte, dann kann ich erstmal denken an diese Punkte, jeweils drei Punkte an meinen Fußsohlen und an diese Aufrichtung. Und dann schiebe ich sozusagen noch meinen Popo, mein Gesäß, nach hinten und dann stehe ich. Und so kann ich mich auch wieder setzen. Und das alles ist nur eine Frage der Übung und nur eine Frage der Zeit, die ich darauf verwende, mich an so ein paar grundlegende Gesetzmäßigkeiten zu erinnern. Es ist nur abhängig davon, wie oft ich auch damit herumspiele, das ausprobiere. Da ist nun mal eine Aufrichtung und da sind nun mal Füße, die auf der Erde stehen, auf dem Boden stehen. Und da kann ich Druck hineingeben. Ich konnte das jahrelang nicht. Ich bin jahrelang nur gesessen im Rollstuhl oder ganz, ganz schwer an Krücken gegangen. Und es wurde immer schlechter und immer schlechter. Und erst als ich mich entschied, jetzt langt's mir, jetzt wird's besser und ich will wieder glücklich sein, hat es begonnen sich zu drehen und es dreht sich kontinuierlich weiter. Ich bin natürlich noch wackelig, wenn ich gehe und brauche auch oft einen Stock, wenn ich gehe, vor allem wenn ich müde bin, aber ich merke, dass da ein Heilungsereignis angestoßen wurde, was mich täglich mehr überrascht, neu überrascht und wo ich überhaupt nicht weiß, wohin das noch führen mag. Jedenfalls, es ist so, wir sind denkende Wesen, wir sind geistige Wesen, wir sind nicht nur Körper. Und diese Einsicht ist sehr, sehr, sehr wichtig. Natürlich erleben wir uns in einer physischen Welt als Körper, aber wir sind geistige, denkende, fühlende Wesen in erster Linie. Und ob Sie es mir glauben oder nicht, wir sind tatsächlich auch unsterbliche Wesen. Das ist sozusagen das Wissen unserer Seele und dieses Wissen ist in jedem Menschen, egal welchen Alters, es kann nur sehr, sehr verschüttet sein von allen möglichen dramatischen Erlebnissen, die ein Mensch gehabt hat oder hat. Und trotzdem, unser Geist hat die Macht, in jedem Moment sich zu erinnern und zu sagen, stopp, Moment. Ich will jetzt meinen Geist auf Glückliches, Heilsames ausrichten. Das ist überhaupt keine Zauberei, das ist im Grunde genommen auch kein Wunder, obwohl es oft als ein Wunder erscheint, aber es ist ganz nachvollziehbar. Und es gibt viele Menschen, oder vielleicht sind es nicht so viele, aber es sind doch einige, die das verstanden haben und die das jede auf ihre Weise umgesetzt haben und Heilungsprozesse in sich in Gang gesetzt haben, die außerordentlich sind. Also denken wir an unsere Verbundenheit mit allem. Und
konzentrieren wir uns darauf, zu gesunden, zu heilen und nicht darauf, wie krank wir sind. In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.